Kleiderbügel. Die kann ich auch mitnehmen. Ist da nicht einer runtergefallen? Ja. So, was haben wir denn? Lumpen mit Kapuze, Kleiderbügel. Ich nehme jetzt alles mit Baumwollgarn. Das kann ich jetzt hier einfach mitnehmen. Kleiderbügel, Kleiderbügel, Kleiderbügel. Baumwollgarn? Kleiderbügel. Schwarze Weste und Hose. Ich trage zu viel und kann jetzt nicht mehr rennen. Oh, ein Smoking. Eleganter Hut. Sauberes blaues Kleid, Kleiderbügel, sauberes grünes Kleid, Baumwollgarn. Oh, ich glaube, ich kann hier gar nicht alles mitnehmen. Hundi? Hundi! Komm mal mit! Oh, da ist noch Kleiderbügel. Komm mal her. Hey, hier drüben. Ah ne, ich habe ihm doch noch nichts gegeben. Okay, erstmal kannst du meinen ganzen Schrott nehmen. Vogelskelett, weiß ich nicht, ob das was wiegt. Ist halt Schrott. So, Zahnrad. Ich glaube, wir können ihm auch mal hier die Waffen geben. Ich glaube, wir müssen von den Waffen ein bisschen was aussortieren, damit ich mehr tragen kann. Ich kann ja fast gar nichts tragen. Was können wir mir noch geben? Ne, die habe ich lieb gewonnen. Mit Leuchtvisier. Wenn ich ihm die Waffen gebe, die Werke hier werfe ich ja nachher dann eh nicht weg. Warte mal, wer macht da mehr Schaden? 37, 45. Machen wir das mal weg. Die auch mal weg. Splittergranaten kann ich mal behalten. Mollys. Ja, so passt erstmal. Dem sein Teddy wieder gab, glaube ich. Achso, Kleidung hätte ich ihm noch geben können. Ja gut, mache ich dann, wenn ich dann wieder da bin. So, apropos Kleidung. Ich wollte gerade gucken, ich kann ja meine... Kann bestimmt die modische Brille noch zusammen aufziehen. Ja, dann habe ich noch ein bisschen mehr Charisma. Perfekt. Kühlschränke sind alle leer. Okay, hier ist so die Plastikteller in der Waschmaschine. Was? Trockner. Hier ist so die Wäscheabteilung anscheinend. Putzmittel. Glühbirnen. Oh, 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 oh. Die brauchen wir. Glühbirnen brauchen wir unbedingt. Da ist nichts drin. Jetzt müssen wir hier so ein bisschen looten. Gelber Teller. Roter Teller. Kochtopf. Brauche ich auch. Ich weiß gar nicht, was im Kochtopf drin ist, das ich brauche. Vorkriegsgeld. Ja, Ordner als Papier halt oder sowas. Stoff wahrscheinlich. Rotes Kleid. Also an Kleidung fehlt es uns nachher nicht, ne? Nimm es jetzt einfach mal mit. Perfekt, passt. Hey, komm her. So, mein Freund, dann nimm einmal die Lumpen mit Kapuze, den Anzug und sowas. Hey, habe ich gar nicht so viele Sachen mitgenommen? Doch. Okay. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Geht auf jeden Fall. Hier konnte ich doch mit ihm noch irgendwas reden. Er war doch noch was gewesen. Moment, es gab doch noch irgendwie was mit, Möchten Sie etwas kaufen? Nee, aber du hattest hier Umschauen, genau. Ich schau mich nur um. Natürlich, natürlich. Okay, achso, das wollte ich nochmal wissen. So, dann hätten wir den Laden jetzt auch. Ich glaube, jetzt kommt die Bowlingbahn, auf die ich mich gefreut hatte. So. Genau, Bowlingbahn, Wächtergatzi. So, Back Alley Bowling. Oh, Bowling, das finde ich jetzt echt interessant. Da bin ich mal gespannt jetzt. So eine Bowlingbahn, das scheint hier auch ein richtiges Dings zu sein. Boah, da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir jetzt echt bowlen können oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Speichern wir jetzt einfach mal. Weil das ein extra Gebäude halt ist, finde ich gut. Willkommen bei Back Alley Bowling. Unsere Bahnen funktionieren heute leider nicht, aber Sie können sich umschauen. Ich wünsche viel Spaß bei Ihrem Besuch. Tut mir leid, hier müsste mal wieder geputzt werden. Das ist jetzt vielleicht ein paar hundert Jahre her. Spielekind, ey, ganz schlimm mit mir.
So, was ist hier? Nichts. Bowling. Bowling Championship. Kann ich jetzt die ganzen Bowlingkugeln mitnehmen? Boah Gott, nein, die nehme ich jetzt nicht mit. Eine nehme ich mal mit, um zu gucken, wie die ist. Ist bestimmt bei Schrott, oder? 8 Gewicht, aber 7 Plastik. Vielleicht sollte ich doch nicht alles mitnehmen. Wir können uns, also wenn wir Plastik brauchen, wissen wir, wo wir welche finden. Oder welches finden. Willkommen bei Back Alley Bowling. Gemüsesuppe. Genießen Sie Ihren Tag in der Galerie. Tut mir leid, Sir. Unsere Bahnen sind geschlossen. Daher haben wir nicht geöffnet. Boah, ich überlege gerade echt, ob ich nicht doch nicht alles mitnehmen soll. Ich bin da so echt schlimm. Aschenbecher. Vielleicht sollten wir im Moment, brauche ich sie halt eigentlich auch gar nicht, ne? Oder wir lassen mal so ein paar Sachen übrig. Oh. Guck mal, wie viele Bowlingkugeln das wären. Kann ich die ganzen Pins mitnehmen? Bowlingkegel kann ich auch alle mitnehmen. Oh Gott. Nee. Ach, ich glaube, ich lasse das. Das lasse ich auf jeden Fall mal stehen. Tut mir jetzt zwar irgendwie weh ein bisschen, aber hey. Muss wohl so sein. Die spielen immer noch. Esotronic? Schimmeliges Essen. Lecker. Wasserbrunnen. Wieso hatten das auch Red? Bin ich ja kacke. Oh ja, hier die Toiletten immer aufsuchen, weil da sind immer die Erste-Hilfe-Kästen bei denen hier. Oh, Kronkorkenvorrat. Wer denn das? Wieso versteckt das jemand auf dem Klo? Ich meine, das ist ein gutes Versteck. Sieht es keiner, aber hey. Doch nicht auf einer Bowlingbahn. Hier geht's noch nach oben. Hier ist noch ein Klebeband, Silbermillion, verstellbarer Schraubenschlüssel. Benutzter Ölkanister, leere Farbdose, Dormit. Terpentin, leere Farbdose. Aufgepasst. Nee, ich wollte dich gar nicht. So, Malpinsel. Splittergranate, Molotov-Cocktail. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht nicht jede einzelne Tasse mitnehme oder sowas. Und nachher brauchen wir es dann aber. Und dann ärgere ich mich. Das wäre irgendwie auch doof. So, kann ich hier? Kann ich rein? Okay, wie weit geht das noch hoch? Schauen wir uns jetzt erstmal um. Malpinsel, Büro, Tischventilator. Das brauchen wir eigentlich. Okay. Ich lasse jetzt vielleicht so ein paar Dinge doch mal liegen. Voll. Ach komm. Wieso liegen hier Patronen in der Bowlingbahn? Oh, ein Zahnrad ist bestimmt wichtig. Weil zum Besen und so ein Pümpel und sowas, das muss ich ja vielleicht nicht unbedingt mitnehmen. Das habe ich in den anderen Fallout-Teilen auch nicht gemacht. Das ist nur, weil man hier irgendwie alles verwerten kann. Ich weiß nicht, das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Ach, da geht's noch viel weiter. Moment, da gucken wir dann später. Das ist irgendwie für mich so ein zweischneidiges Schwert. Weil ich mich echt frage, was ich machen soll. Ach, hi. Bitte sehen Sie sich um. Okay. Und vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen was basteln, um zu gucken, was uns so fehlt. Und dann könnten wir... Ja, und dann können wir da besser machen. Oh, eine Jukebox. Oh, nice. Obwohl, das ist, hier ist voll. Das sind volle Flaschen, oder? Nee, das sind die Flasche. Die Flasche. Bitte sehen Sie sich um. Genießen Sie Ihren Tag in der Galerie. Ja, wenn du mich mal dran lässt, hier. Würde ich meinen Tag auch genießen. Ich will dir nicht beklauen. Lass mich mal durch. Obwohl, was hat denn der dabei? Würde mich mal interessieren. Brennstoff. Hinten ist eine Kiste, ich will da ran. Moment. Tut mir leid, Sir. Unsere Bahnen sind geschlossen. Daher haben wir nicht geöffnet. Nice. Ich habe sie gerade deaktiviert. Warum spielt der Band 13 ab? Warum ist überhaupt Band 13? Hä, warum ist das Seite? Ach, A-Seite und B-Seite. Ach, verstehe. Und 13 hat beide Seiten? Nee, das kann auch nicht sein, hä? Check ich nicht.
Ja, hier guck mal, die ganzen Kugeln und sowas. Ich kann das nicht mitnehmen, das tut mir leid. Aber wir wissen, ja, pass mal auf, wir machen das jetzt so. Ich nehme jetzt hier nur das Wichtigste mit und wenn mir irgendwas fehlt, dann gehen wir einfach hierher und holen uns das. Dass ich mir so Orte merke, wo ich nichts mitnehme und dass es so Orte gibt, wo so ganz kleine Orte sind, dann nehme ich dann einfach alles mit. So, jetzt sind wir einmal hier rumgelaufen, dann kann ich durch die eine Tür noch. Wo ich da, also sowas hier kann ich ja dann mitnehmen. Und zu den kleinen Schiss, den Fliegendreck, den lasse ich dann weg. Achso, dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Und wenn wir den tatsächlich brauchen, dann gehen wir einfach hier gucken. Und holen uns das dann später ab. Was ist. Achso, hier hinten, hier sind wir hinter im Herz des Bowling Centers. Ne? Genießen Sie Ihren Tag in der Galerie. Oder halt sowas, was in diesen Koffern drin ist. Patronen. Stangen, weiß ich jetzt nicht, aber hier war irgendwas Wichtiges. Der Schrank ist sicher. Tut mir leid, Sir. Unsere Bahnen sind geschlossen. Daher haben wir nicht geöffnet. Zahnräder nehme ich trotzdem mal mit, weil ich es jetzt echt nicht weiß. Das Terminal ist kaputt. Glühbirnen nehmen wir auch mit. Schraubenzieher brauche ich dann jetzt nicht. Einkaufskorb. Lass ich jetzt auch mal weg, das ist bestimmt dann nur Stahl. Stahl haben wir eigentlich oft genug. Auch durch die Töpfe und sowas. So, dann gehen wir mal hier hoch. Stimpak Red Axe. Tischventilator ist, glaube ich, wichtig sogar. Ich glaube, da sind immer Schrauben drin oder sowas. Die brauche ich tatsächlich. Oh, hier, entsperren. Aufseherterminal, was ist das? Ein Wecker? Oh, ein Wecker könnte auch interessant sein. Schachtel Zigaretten war in Fallout immer wichtig, in Fallout New Vegas. Also, was heißt wichtig, aber die waren halt ein bisschen wertvoller als der andere Kram. Passwort. Entsperren. Passwort des Galeria-Aufsehers. Ach, jetzt habe ich das Passwort und jetzt kann ich einfach das Terminal entsperren. Ist ja easy. Admin-Login. Passwort erforderlich. Zugriff auf System. Bitte warten. Die Galeria ist zurzeit geöffnet. Das Direktor-Management-System ist aktiv. Der Einrichtungsaufseher ist anwesend. Null Fehlermeldungen von Läden eingegangen. Dieses Terminal enthält vertrauliche und ausschließlich für den Einrichtungsaufseher der General Atomics Galeria bestimmte Informationen, was ja jetzt offiziell ich bin. Gemäß den Firmenrichtlinien muss das Terminal bei Nichtbenutzung jederzeit gesperrt sein. Einsatzrichtlinien, Kommunikationsaufzeichnungen. Einsatzrichtlinien des Aufsehers. Die General Atomics Galeria, die Galeria, wurde entwickelt, um den Umfang und die Vielseitigkeit der Roboter von General Atomics International unter Beweis zu stellen und als Modell für unser Konzept eines mit Robotern betriebenen Einkaufszentrums zu dienen. Die Galeria wurde mit speziellen Hochleistungsrobotern ausgestattet, die für die autonome Funktion im Rahmen des GAI-Direktor-Management-Systems geeignet sind. Laut Bundesgesetzen ist die Anwesenheit eines Aufsehers vor Ort erforderlich. Diese Aufgabe übernehmen Sie. Jegliche Aktionen oder Eingriffe Ihrerseits wirken sich allerdings störend auf die Betriebsziele der Galeria aus und sind streng verboten. Sollten Sie keine anderen Anweisungen erhalten, dürfen Sie Ihr Büro nicht verlassen. Okay. Kommunikationsaufzeichnungen. Die Galeria ist zurzeit so, das hatte ich doch gerade. Ah, hier. Wählen Sie eine Protokolldatei zum Anzeigen aus. Machen wir das... Ist in alphabetischer Reihenfolge? Gut. 8.7.77. Die Abteilung für Kundenpflege nimmt die in ihren letzten Berichten dargestellten Bedenken zur Kenntnis. Allerdings stellen ihre Eingriffe eine unerwartete Variable dar, die in der ursprünglichen Programmierung der Roboter nicht vorgesehen ist und verantwortlich für die fraglichen Verhaltenskaskadenfehler sein könnte. Darüber hinaus hat ihre Rolle bei diesen Vorfällen unter Umständen zu einer weiteren Rechtsschuld bei GAI geführt. Wir möchten noch einmal betonen, dass alle Aufseherfunktionen vom Direktor der Galeria durchgeführt werden sollen. Unterlassen Sie bitte weitere Kontakte zu den Robotern oder Kunden. Oh, okay. Ich darf da nichts. 19.07. In Anbetracht der Ereignisse der letzten Zeit sind Sie autorisiert, dem Direktor beim Auffinden von Robotern mit Fehlfunktionen zu helfen und die Effektivität der Reparatur Ihrer Programmierung zu überwachen. Sollte es zu weiteren Todesfällen kommen, sind Sie außerdem autorisiert, den Überlebenden, falls vorhanden, im Namen von GAI eine sofortige finanzielle Wiedergutmachung anzubieten. Siehe Entschädigungstabelle 14J. 26.07. Passwort zur Überbrückung des Galeria-DMS hinzugefügt. Ah, interessant. Was auch immer das bedeutet. Die Galeria bleibt ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. Sie haben den Direktor davon in Kenntnis zu setzen und die sofortige und vollständige Abschaltung des gesamten Zentrums und seines Personals zu beaufsichtigen. Falls Sie glauben, dass der Direktor kompromittiert wurde, können Sie ihm abschalten und das Terminal zur Überbrückung des DMS in seinem Büro benutzen, um eine manuelle Notabschaltung der gesamten Galeria einzuleiten. Och, das will ich eigentlich gar nicht. Ich finde es lustig, dass die offen ist. Das Passwort für dieses Terminal lautet GAI GAL4. Okay.
Okay, aber wenn wir das mal abschalten müssen, dann wissen wir, wie es funktioniert. Falls das eine Quest mal sein sollte. 23.10. Mr. Kincaid. Nach dem Eintreffen im Zentrum haben Sie sich im Büro des Direktors in der Statue zu melden. Identifizieren Sie sich als Neueröffnungsaufseher 18 Alpha, zeigen Sie Ihre ID vor und befehlen Sie dem Direktor die Einleitung des Neueröffnungsprotokolls. Daraufhin werden mehrere Firmware-Aktualisierungen durchgeführt, um die Kaskadenfehler zu beheben und den normalen Betriebsablauf der Roboter wiederherzustellen. Wir raten zu äußerster Vorsicht, da wir davon ausgehen, dass der Direktor ebenfalls kompromittiert wurde und unter Umständen für den Tod Ihres Vorgängers verantwortlich ist. Oh. Das ist ja ein bisschen doof. So, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Passwort mehr. Ja. Okay, wir sind jetzt hier wieder. Dann sind wir jetzt einmal hier rumgelaufen, ne? Ich glaube, wir waren wir jetzt überall? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir waren überall. So, das lasse ich mal. Die machen da noch ihr Ding. Okay, habe ich auch. Ich möchte die im Moment gar nicht abschalten, von daher... Lass ich die jetzt erstmal an. So, schnell Speichervorgang. Da hinten flackert es ein bisschen. So. Oh, Impro-Revolver-Pistole. Willkommen bei Handy Eats. Setzen Sie sich. Ich bin gleich da. Schön, dass Sie wieder da sind. Nehmen Sie Platz. Okay. Die heutige Karte. Bezahlung im Voraus, natürlich. Natürlich. Bourbon. Oh, geil, der hat Sachen dabei. Bourbon, Dandy Boy, Apple, Gummibonbons, Coca-Cola. 21 Dinger. Wir können ihm ein bisschen was verkaufen, auf jeden Fall. Passt. Essen nehme ich auch immer mit. Vorkriegsgeld nehme ich natürlich auch mit. Errungenschaft freigeschaltete Sammler. Okay. Geil. Weil ich alles mitnehme. Jukebox machen wir mal an. Ist kaputt wohl. Coca-Cola-Flaschen, ja, die leeren lasse ich mal. Obwohl Glas ist, glaube ich, auch nicht so unwichtig. Nehmen wir mal mit. Ich nehme ja doch wieder alles mit. Betreten der Küche ist nicht erlaubt. Oh, sorry. Gesundheitsverordnung, Sie verstehen. Ja, natürlich. Nehmen Sie Platz, Sie werden gleich bedient. Speiseöl. Das Dandy Boy Äpfel. Okay, ich trage zu viel und kann deshalb jetzt nichts mehr machen, da das Dandy Boy Äpfel zu viel war. Essen wir jetzt auch mal was, weil wir haben eh nicht mehr so viel Leben. Dandy Boy Äpfel, so. Bisschen Kuchen. Bisschen Fleisch und Bohnen. Passt schon. Dass wir ein bisschen Gewicht verlieren und ein bisschen was gegessen haben. So, dann wären wir hier, glaube ich, fertig und jetzt kommen wir. Irgendwie in den Laden oder was? Keine Ahnung. Mülleimer? Was ist das hier? General Tom Outlet. Okay. Keine Ahnung. Gibt's wahrscheinlich einfach alles. Wunderbar. Sie kommen gerade rechtzeitig zur Produktvorstellung. Hier entlang, bitte. Okay. General Atomics, der Weltmarktführer in Sachen Haushaltsrobotik. Unsere zuverlässige Reihe der Mr. Handy Haushaltsroboter wird Sie von der Plackerei der Hausarbeit befreien. Vom Kuchenbacken bis zur Kinderpflege, von Aufträgen bis Aufräumen. Bei Mr. Handy ist alles in guten Händen. Und unsere Modelle sind berühmt für ihre Zuverlässigkeit und Robustheit. Bei richtiger Pflege hält Ihr Mr. Handy ein Leben lang. Kunden des Militärs bietet General Atomics unsere Mr. Gazi Produktreihe an, ausgerüstet mit aktuellster Militärtechnologie. So viel zu unserer heutigen Produktvorstellung.
Einen schönen Tag noch. Ach so, ich kann die hier kaufen, deshalb ist das Outlet. Produktvorführung hatten wir, kein Interesse, handeln könnten wir eigentlich erstmal. Klar, ich schaue es mir an. General Atomics möchte Ihnen helfen. Das finde ich toll. Ölkanister, Brennstoff, ja, müssen wir jetzt aber nicht kaufen, glaube ich, wenn, dann finden wir das ja schon. Der hat auch wieder so ein bisschen, haben wir denn, habe ich noch mal ein bisschen Schrott oder sowas? Bierflasche, Bowlingkugel wiegt eh so viel. Genau, der hat Schrauben dabei, der Tischventilator, die sind nämlich ganz gut. Klebeband, Klebe brauchen wir auch immer oft, Malpinsel, Holz und Stoff kann eigentlich weg. Glas, Plastikteller, Keramik, Schlosserhammer, Schraubenzieher, Silbertafel, Silber nehme ich immer mit. Silber klingt wertvoll, das ist ein Ventilator natürlich. Wecker, nukleares Material, das ist wichtig. Ach, Zahnräder sind nur Stahl. Noch irgendeine Waffe, die wir jetzt einfach ihm mal geben könnten? Einen Kreuzschlüssel, eigentlich könnten wir ihm dem geben. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Dann hat er jetzt ein bisschen mehr. Ja, passt schon. Wegen dem einen Kronkorken mache ich jetzt keinen Aufstand. So, die halten natürlich ein Leben lang. Merke ich schon. Oh, den Brennstoff sollte ich ja mitnehmen, ne? Fusionszellen! Geil! Biometrischer Scanner, Stahl, Fusionszelle, Terminal, Grafikkarte und Stahl. Boah, nice. Oh, gut, dass wir hier sind, ey. So, was ist das? Kühlmittel ist, glaube ich, auch nicht unwichtig. Aluminiumkanister. Flasche mit Frostschutzmittel, das ist auch, glaube ich, wert. Mr. Handy-Treibstoff, natürlich. Hat eine Lupe. Klebeband ist auch wichtig. Sicherung ist wichtig. Ich meine, es ist auf einmal alles wichtig, ne? Aber es hat fast alles eine Lupe. Arbeitsraumschlüssel, okay. Oh, habe ich mir schon fast gedacht. Das sieht irgendwie schwer aus. Dogmeat? Dogmeat, ich brauche deine Hilfe. Wo ist denn der Hund? Ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, wo der Hund jetzt hin ist. Ah, okay, wir haben den Schlüssel. Aluminiumkanister. Farblosen lasse ich mal weg. So. Ein Kanister. Emaille ist, glaube ich, auch nicht mehr. Oh, Werkzeug. Oh, kann ich entsperren? Geschafft. So, nehme ich auch einfach mal alles mit. Okay. Ach, hier geht's wieder raus. Dogmeat, wo bist denn du? Oh Mann, wo ist denn der Hund jetzt? Mann, ich brauche den Hund. Ernsthaft, jetzt ist der Hund nicht da. Der soll mal meine Sachen wieder mitnehmen. Ich kann nicht schnell reisen. Ich kann wegen dem Hund nicht schnell reisen. Also nicht wegen dem Hund, weil ich dem Hund das nicht geben kann. Oh nee, oh, das wiegt so viel. Wo ist denn der scheiß Hund jetzt? Dogmeat? Nein, nicht radioaktive Sachen. Okay, den Mülleimer kann ich nicht looten. Dogmeat? Mein Gott, wo ist denn der Hund? Gibt's doch nicht. So. Ich hoffe mal, das bleibt hier drin, ne? Wir reisen schnell wieder hierher. Karte, Moment, so. Und dann müsste der Hund eigentlich da sein, dann gebe ich ihm erstmal das ganze Zeug. Beziehungsweise er kommt ja dann mit zu dem Dings und dann gebe ich ihm das. Ich hoffe mal, das bleibt in dem Mülleimer jetzt auch drin, ne? Hey, jetzt bleibt. Okay, jetzt mache ich mir Sorgen. Wo ist der Hund? Gibt's doch nicht. Jetzt ist der Hund weg. Finde ich ja toll. Okay, das ist noch da. Reise ich jetzt eben. Ja, reise ich jetzt hier hin. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter weg, damit er irgendwie neu respawnt oder sowas. Jetzt ist der Hund nicht da. Das ist ja genau das, was mir jetzt noch so gefehlt hat, dass der Hund verschwindet.
letzter Fehler. Hm. Legen wir los. Geschafft. Oh. Dieses Mal. Boah, Alter, die sind aber auch immer hier. Ist der Hund tatsächlich nicht hier? Wo ist der Hund? Habe ich den aus Versehen weggeschickt? Oh. Alter, die hat aber auch kurz einen Prozess mit denen gemacht. Ja, ich lasse das jetzt gerade mal. Ihr wisst ja, da ist ja der Hund. Hey! Super, Dogmeat. Dann gehen wir jetzt wieder dahin zurück. Ja. Dann kann ich die ganzen Sachen aus dem Müllcontainer geben. Die waren nämlich relativ schwer gewesen. Ich weiß nicht, wie viel er noch tragen kann, aber ein bisschen. Ist, glaube ich, jetzt nicht so doof, wenn ich ihm die Sachen auch gebe. Und er sich die dann, er die dann mal ruhig tragen kann. Das finde ich eigentlich auch viel vernünftiger. So. Dogmeat? Viel Spaß bei Ihrem Besuch. Dankeschön. So, Dogmeat? Aufgepasst. Hier. Warte da. Komm schon. So. Mein Sprott. Kriegst du alles? Ich hoffe, du kannst es noch tragen. Kannst du noch irgendwas von denen hier Sachen tragen? Hier irgendwas Kleines? Dünnes? Nee, ich glaube, das war's. Okay, gut. Dann, warte mal, das hätten wir... Oder nee, waren wir da durch? Waren wir da... Wir waren hier durch. Es lebt! Nummer 5 lebt! Was? Warum? Was ist da? Wieso ist da eine. Wieso ist in ihm eine versperrte Tür? Was ist das denn jetzt? Ja. Was? Was habe ich gerade getan? What the fuck? Ich habe ihn angehalten, indem ich ihn ausgeschaltet habe? Indem ich ihn geöffnet. Was? Ja, 12 XP. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. So, was das hatte mich auch in. Ach so, nee, das war diese Boxhalle. Das speichere ich jetzt aber vorher. So. Ich glaube, dann sind wir auch durch, ne, oder? Gott, habe ich jetzt nochmal kurz hier. Das war das Kaffee-Ding. Ja, richtig, dann sind wir durch. Dann machen wir jetzt noch die Boxhalle. Willkommen bei Madden's. Unser Boxlehrer, der Champ, ist heute leider ein wenig unpässlich. Wenn Sie etwas brauchen, kann Danny Ihnen helfen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen. Anscheinend wurde der Champ ausgezählt. Der Champ. Schaltplatte, Netzrelais, Spule, Stahl. Okay. Tja, schade, können wir nicht gegen ihn kämpfen. Oh, das ist... Dass wir jetzt stehlen. 20 Pfund Handel. Ich glaube, das nehme ich nicht mit. So. Verblasstes Visier. Lasse ich jetzt auch mal hier liegen. Boxhandschuhe. Wir kämpfen eh nicht mit den Händen. Von daher ist das relativ wumpe. Danny? Was möchten Sie denn kaufen? Was hast du? Alles für Ihren Körper: Reformkost, Nahrungsergänzungen, Sportgeräte. Sie wollen es? Maddens hat es. Normalerweise. Zurzeit habe ich nur Nahrungsergänzungen. Möchten Sie einen Blick darauf werfen? Klar, ich schaue es mir an. Hier ist unser Angebot. Oh, Red Away. 172. Ja, kann ich dem noch irgendwie was verkaufen, was ich nicht brauche? Das zum Beispiel brauche ich echt nicht. Okay. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Stimpak, jawohl, Jet, auch nice. Super, oh gut, das lohnt sich ja doch. Oh, hier, warum kann ich hier nur so viel... Oh, das darf ich, müsste ich auch stehen. Oh.
Stehlen tue ich es gleich. Maddens Büroterminal. Oh, das muss ich aber hacken irgendwie. Gut, warte mal, das habe ich ja gelernt in letzter Zeit. Warte mal, wenn ich jetzt hier... hier. Falscheintrag entfernt. Immer alles, was so mit Klammern irgendwie hat. Da müssen wir jetzt nur gucken, wo es was gibt, was dann wie eine Klammer wirkt. Hier, das hier. Noch ein falscher Eintrag. Ach, Versuche zurückgesetzt, na gut. Wenn nachher einfach nur noch das Einfache übrig bleibt, irgendwie hier mit Klammern irgendwas, oder hier die genau, das ist dann so eine Klammer, Falscheintrag nochmal entfernt, irgendwie was dann praktisch so in der Klammer steht, irgendwie, ne, guck hier, da sind immer die zu den Klammern und sowas, werden hier so ein paar Sachen entfernt, das ist eigentlich ganz praktisch, muss man jetzt nicht unbedingt machen, man kann auch die Wörter versuchen so zu raten und dann wieder rausgehen nach irgendwie so ein paar Versuchen. Einfach nur was Eingerahmtes, glaube ich, so von so Klammern oder so, wie das hier zum Beispiel. Irgendwie, Moment, kann man denn jetzt hier noch so ein bisschen, ja. Das geht einfacher als mit der Maus, das ist so ein Gefriemle mit der Maus. Ich glaube, das war's. Okay, dann versuchen wir, haben wir das jetzt nicht so viel gebracht? Reds? Null Treffer, dann ist es Runs nicht. Code könnte es sein. Ein Treffer. Dann könnte es... Loan könnte es nicht sein, weil das hätte zwei Treffer. Live könnte es sein. Na also... Ja. Die Galerie ist zurzeit geöffnet. Das Direktor-Management-System ist aktiv. Der Einrichtungsassistent ist anwesend. Null Fehlermeldungen von Leneingang. Anmerkung des Programmierers. Lesen wir erstmal, bevor wir aktuelle Beförderungen machen. Corey, das ist lächerlich. Ich weiß, dass die Klausel für den Aufseher-Ausverkauf Bestandteil des Franchise-Vertrags ist, aber die Galerie wird ausschließlich von Robotern betrieben. Es gibt keinen Aufseher. Warum verschwenden wir Entwicklungszeit für Funktionsweisen, die niemals gebraucht werden? Isaac, aktuelle Beförderungen. Aufseher-Ausverkauf beginnen. Oh, geil. Laut Franchise-Vereinbarung mit Maddens Fitnessstudio dürfen Betreiber vor Ort Aufseher-Ausverkäufe nach eigenem Ermessen durchführen. Zugriff auf die Produktionsdatenbank erledigt. Ausverkaufsfilter aktualisiert erledigt. Benachrichtigungen der Mitarbeiter erledigt. Aufseher-Ausverkauf mit 25% Preisnachlass ist jetzt in Kraft. Oh, das können wir gleich mal gucken. Nachdem ich hier geklaut habe. Ach, Stimpack vor Kriegsgeld. Also ein Safe. Geil. Ordnung. Eine Schüssel, ja, wegen der will ich jetzt nicht erwischt werden. Okay. Hey. Brauchst du was? Danny Boy. Hm, ich will mal ganz kurz was gucken, ob das jetzt was gebracht hat. Kein Umtausch, keine Rückgabe. Ja, Red Away kostet jetzt nur noch 96 statt 100 irgendwas. Das ist tatsächlich 25% billiger geworden. Nice. Muss ich jetzt aber nicht kaufen. Stehlen wir das aber immer noch, ne? Ja, die sehen mich. Okay. So, dann würde ich sagen, dann bin ich jetzt hier tatsächlich fertig, ne? Mit dem General Atomics, Dingster Bumster. Jedenfalls vorerst. Ob wir da noch später eine Aufgabe kriegen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das, ist dann, das steht dann auf dem... Anderen Blatt! What the fuck? Oh. Was? Nein, nein, das Auto explodiert. Geh weg, Dogmeat. Wow. Das wollte ich nicht. Dogmeat, geht's dir gut? Ja. Sonst alles okay, Leute? Die sind nicht aggro? Gut. Ja gut, boah, das war jetzt explosiver, als ich erwartet hatte, so in den letzten Zügen. Ich wollte nämlich jetzt die Aufnahme hier beenden und wollte sagen, wir sehen uns dann wieder in einer neuen Folge von Fallout 4. Das war ja jetzt mal ein explosives Ende, möchte ich mal betonen. Das ist ein Ende, das nehme ich so hin. Das ist explosiv, das war, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So, wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einer neuen Folge. Macht's gut, Leute, bis dahin. Tschüss.